Diese alten Spiele. Ich drehe mich doch um den Verstand. Und die Musik, die sich immer wieder um. Sie hat mich ein bisschen an This is Football 2003. Intro-Song gesperrt. Dann lief fast der gleiche auf Loop im Menü nicht gesperrt. Das ist ein großer Unterschied. Ja, ich meine, aber solange die Musik gut ist, ist mir auch egal. So, los geht's. Los! Bundesliga mit Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld. 2 Minuten Halbzeit gönnen wir uns hier. Gerne mal auf Anfänger. Man muss ja mal klein anfangen dürfen nach 8 Jahren Abstinenz. Muss aber auch sagen, dieses Spiel gegen Eintracht Braunschweig, absolut solide abgeliefert. Das ist erstmal ein Schuss von Ivan Klasnic aus 25 Metern. Aber der hat die Technik, um so einen Ball, finde ich persönlich, zu verwandeln. Oh, Klose, super gerät. Sehr, sehr schön. Konnte leider nicht mehr draus machen an dieser Stelle. Leon Andreasen. Ah, Klose nicht im Absatz gut gemacht, aber da ist natürlich Darren Buckley in der Abwehr. Nein, Klose hier schön rüber. Ivan Klasnic! 0-1 Werder Bremen. Das ist die Meisterschaft eigentlich schon fast sicher, finde ich, meine Damen und Herren. Absolut genial gespielt. Verdientes 0-1. Ich frage mich, wann das erste Tor kommt, was nicht durch einen Querpass vor dem Tor entstehen wird. Ja, kann nicht alles funktionieren. Ja, ne, man kann nicht wissen. So, Andreasen, einer geht noch. Klose. Klassisch, ja, das Dribbeln am Gegner vorbei ist noch fragwürdig. Da müssen sich noch ein bisschen reinfinden. Aber es ist ja auch erst der erste Spieltag. Petri Pasan. Klose, ah, schade. Wäre es nicht schön, wenn man die Namensanzeige der Gegner sehen würde? Haha, das wäre revolutionär. Gibt's erst in den nächsten FIFA spielen. Ja, nicht schlecht, Klose, aber voll auf den Keeper. Dessen Namen ich ehrlich gesagt vergessen habe. Vielleicht Matthias Hein. Matthias Hein, ja, könnte sein. Ist um die Zeit, war vielleicht ein bisschen später. Aber geht schon. Nico, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dir die Schwierigkeit hochgestellt wird. Das ist natürlich auch der Anspruch eines Endpunkt-Diegels. Super Gerät, Miroslav Klose! Oh, wow, wow, sehr gut pariert. Intelligent rausgegangen. Fläche verkleinert und das Tor, Petri Pasan! Jawohl, drei Balken. Was ja, ich hab's auch gesehen. Drei Balken bei Werder Bremen. Das ist. Diese Fans, ne? Dass die Farbpixel zählen. Mehr Fans als bei PS5. Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Ach, schon mehr Pasan. Weltklasse-Variante und das. Ja, da kannst du nichts. Ich wollte eigentlich flanken, ich hatte die falsche Taste gedrückt. Ja, Freunde, ist doch egal. Drin ist drin und der erste 3-0-Sieg. Wir sind auf dem Weg, Schaumiku. Ja, gut gegrätscht. Nicht abgepfiffen. Die Frage ist der Schiedsrichter hier ausgestellt, weil das hätte man pfeifen können. Finde ich persönlich. Muss nach Klose. Ja, viel zu sehr auf den Mann, aber das ist in Ordnung. Bei der Halbzeitlänge können wir eigentlich 2 Spiele pro Folge machen. Ja, wunderbar. Geil. Ganz ehrlich, wir können zwischendurch auch mal was simulieren. Das ist mir ganz ehrlich, mir scheißegal. Los! Auf den Spiel! Oh. Das wäre lustig. Huiuiui. Gute Chance. Aber natürlich, die Bremer, die haben einen Diego, der sowas machen kann. War das ein Seitfallzieher? Ich weiß es nicht. Das mit Diego war ein Spaß. Ja, ich will auch hoffen. Oder auch nicht. Klose! Das ist ja nicht wahr. Man muss die ganze Zeit durch. Bremen muss mit 5-0 führen an dieser Stelle. Wenn man gegen Bayer Leverkusen, ja, die waren damals noch gut, solche Chancen liegen lässt. Keine Chance. Da irgendwie an 3 Punkten so klassisch da absolut frei und das war der Pfosten. Das Tornetz wackelt. Und Klose springt nochmal vorbei. Mann, sportlich eine absolute Glanzleistung. Es macht Spaß hier zuzusehen. Von diesen Trikots erinnert man sich doch gerne zurück. Und der ist nicht. Erinnert sich gerne zurück an die Bremer Glanzzeiten 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, da hat es schon langsam abgebaut, aber das waren. Da waren gute Zeiten, als man damals gegen, Warta, klar, wie hätte ich ihn vergessen können, als man gegen, ich sage mal, den HSV im UEFA Cup Halbfinale gewonnen hat, da erinnert man sich doch gern zurück. Ja, da ist erst Grinsen auf dem Gesicht des Spielers hier und knapp vorbei. Also, ich ganz ehrlich, das ist inzwischen fahrlässig, muss ich ganz ehrlich sagen, da geht mehr, da muss man. In meinen Begriffen mehr abliefern auf Bremer Seite. Miku. Thorsten Frings. Oh, ja, kommt keine wirklich
ran und Bielefeld, muss man sagen, hatte eine Chance bisher nach der Halbzeit, oder war es Braunschweig? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Miroslav Klose, ja, weit vorbei, gar nichts. Geht überhaupt keine Gefahr aus. Ronaldinho lacht, wenn er das in der Sportschau sieht. Gegen den wird es natürlich auch noch gehen. Champions League. Wer ist nicht gut, so klassisch, nicht abseits, gut. Allein auf dem Weg zum Tor, Ivan Klasnic. Ja, aber die Grätsche ist sehr gut. Also klassisch, das ist sehr viel Spielverständnis und sehr wenig Kondition, wenn man da ganz ehrlich drauf schauen möchte. Solltest mal weniger sprinten vielleicht. Ach, die Gegner sind keine Gefahr. Das ja, denkst du, ja, die können das schon. Ne? Die kannst du ja abhetzen. Ja. Wenn du hier fett rumsetzt, Big Mac in der einen Hand und Spiel in der anderen. Mal zu den Bremen. Das sind die ersten drei Punkte. Sehr gut gemacht. Warte. Oh ja. Ist vielleicht, wenn man auf die Statistik schaut, ein bisschen einseitig. 0-19, 0-13, 0-5. Aber einmal abseits von Bielefeld. Ja. Aber Ballbesitz natürlich 53 zu 47 für Bielefeld. Das ist immer noch realistisch wie in jedem Fußballspiel. Nur Sechster, schwach. Muss Thomas Schaaf jetzt zurücktreten? Gute Frage. 7 Punkte. Geil. So, ist die Aufstellung jetzt richtig oder wie ist es aus? Du kannst nicht sagen, ja, wenn du es nicht weißt. Ja, ist richtig. Ja, ich wusste. So, geht's direkt runter oder geht's direkt rund? Oh, die Blauen, ja. Ja. Oh. Okay. Wie das nicht so, und ich gehe jetzt erstmal. Ja, alles klar. Jetzt kann Endpunkt Diggles für Sie mal kurz kommentieren. Ich brauche was zu trinken. Ja, ich meine, meine Taten sprechen ja eigentlich für sich. Ja, das ist ja dominanter Fußball. Bis zum geht nicht mehr. Warum denn nicht? Dann stellst du mal die Schwierigkeit hoch. Ja. FIFA 07. Das war eine Frage. Achso, FIFA 07 für den Advance. Da kann man viel geile Schüsse auf jeden Fall raushauen. Aber nein, Loni wollte ja FIFA 06 spielen. Na, was? Du hast das Spiel. Ja, genau. Das ging ja schon. Du wolltest FIFA 06 spielen. Ja, bist ja schnell wieder zurückgekommen. Er ist dringend statt hier. Ah. Vorbei. Meine Stimme wird hier nach absolut abgekackt sein. Ja, ist nicht mein Problem. Gut, dass wir das nicht täglich aufnehmen werden. Also, nicht der Frontrum, uiuiui. Auf den die Klappfasanen. Und schon wieder Fasanen. Petri Fasanen, Eckenmonster. Ja, ich wollte eigentlich wieder flanken. Falsch, das. Du hast ja auch richtig drauf. Ja. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich so früher Tore gemacht habe in diesem Spiel. Ja, drin ist drin. Also schwache Abwehraktion, niemals in die Mitte abwehren. Das muss eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen in ihren blauen Trikots wissen. Finde ich persönlich, aber ist auch in Ordnung. Jetzt natürlich die Frage, wie wird Leverkusen da reagieren? Wahrscheinlich gar nicht, weil wir spielen ja noch auf Anfänger. Ne? Ja. Möchte nur mal mit jeglicher Kritik im Unterton sagen. Miku. Ah, schön von halb rechts, aber da ist natürlich Hans-Jörg Butt überlegen im Leverkusener Tor. Patrick Obomoyela, der nicht rankommt. Pasan macht es aber sehr gut. Pasan, oh, macht er jetzt das Solo. Der Weg zum Doppelpack. Nein, spielt auf klassisch. Keine Abseits. Und dann, Pasan, der geht noch. Geht noch. Pasan, Weiß gar nicht, warum er Doppelpass gemacht hat, aber. Das ist vielleicht Passtaste gemasht. Ne, verhältst du. Muss mal gedrückt lassen, vielleicht lag es daran. Ja, wir finden noch langsam Sachen raus, bevor die Schwierigkeit hochstellen. Ja, das wird kommen, verspreche ich euch. Klose. Er geht keiner wirklich mit, aber Klose kann nochmal selber schießen. Abklatschen lassen von Butt. Alles in Butt. Ja. Ich finde schön, wie die Uhr 12 Sekunden vorgeht für ihn. Für jeden Frame oder so, ich weiß es nicht. Und Schluss. Hallo? Halbzeit, jawohl. Souverän. Wenn man auf die Balken neben den Toranzeigen schaut, diese Musik. Beide in nicht wirklich guter Form. Bremen hat sich ordentlich präsentiert, aber nach einer Ecke nach Standards natürlich nie die Tore, wo man sagt, das strahlt Souveränität aus. Bei der Mannschaft jetzt Frank Baumann und auf der Linie geklärt, aber da geht noch was. Thorsten Frings war das, glaube ich, der den Ball rechts am Kasten vorbeisetzt. Und die Frage ist, kann Bayer Leverkusen heute gerettet werden von Chicharito, absolute Fußballlegende seit 10 Jahren bei Leverkusen? Ich glaube weniger, aber aus den
falschen Gründen. Klassisch, Klose, der K&K-Sturm, ja, da geht einem mehr das Herz auf, wenn man gerade noch in der Weser gebadet hat. Ja, also, das, gute Zeiten. Und da, ja, da muss man jetzt aufpassen. Also, das könnte das erste Gegentor geben. Frank Fahrenhorst. Ja, Voronin, Andrei Voronin, ukrainischer Nationalspieler, verletzt, aber Franza, ja, ist natürlich eine Freistoßlegende, voll hinter die Mauer, in einen einzigen Spieler rein. Ist auch Kunst, finde ich persönlich, Miku. Da kommt jetzt ein Gegenspieler vor ihm, ja, schön mit Querpass, Klose wird nicht wirklich angegriffen, spielt aber leider auch den Ball voll zu den Leverkusen an. Das ist Franza unter Andreasen, da muss es inzwischen auch mal mindestens... Ah. Rote Karte für Andreasen, unglaublich! Eine wahnsinnige Wendung der Ereignisse und Leverkusen hat alle Chancen in der Hand jetzt, diesen Punkt hier noch mitzunehmen. Sind ja der Favorit in diesem Spiel. 4 Plätze höher nach einem Spieltag, das muss sie erstmal geben. Klose. Klasnitz, jawohl, der ist an der Weg zum Tor. Kein Verteidiger mehr auf zwischen ihm und dem Torwart. Niemand. Klasnitz! Ich meine, eine, hier, es wäre noch in Ordnung. Steht 1-0, da könnte jetzt wieder Petri Pasan kommen. Das war, ich glaube, es war Klose, aber Pasan auch immer gefährlich, das, was ich damit ausdrücken möchte. Klasnitz! Ach, Keeperstar, Hans Jörg Butt. Macht das, muss hoffen, dass Leverkusen da keinen Elfmeter bekommt, sonst wird Butt das Ding hier killen. Auf Mojeda, jetzt ja keinen Scheiß bauen. Uns fehlt schon ein Abwehrspieler. Ja, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Souverän abgetackelt. Und ganz klares Abseits von Ivan Klasnitz. Oh, einmal durchatmen. Es sind noch 10 Minuten. Und Bremen hält den Ball schön aus der eigenen Hälfte raus. Und das ist gutes Spielverständnis, was Thomas Schaaf natürlich auch in vielen Jahren der Trainerarbeit vermittelt hat. Das zahlt sich jetzt aus. Leider muss man auch sagen, ohne Ailton, große Legende, oder also große Legende inzwischen auch. Er ist dick, wollte ich damit sagen. Er ist juhu! Wie oft ich mir schon Jahre gerauft habe heute. Unglaublich, aber momentan es steht 1-0, muss man ja auch sehen. Ball bei Butt. Und das ist es. 3 Punkte für Werder Bremen. Yes. Souverän. Weiß ich nicht. Aber ging schon. 0. Auf der rechten Seite. Ja, einfach mal ein bisschen hochstellen. Ein bisschen auf Profi. Ja. Oder Halbprofi. Ich weiß nicht, was das nächste ist. Ich kenne mich nicht mit den Schwierigkeitsgruppen auf. Wolfsburg auf 1. Ja, ich weiß ja nicht. Bayern auf 2. Weiß ich auch nicht. 9 Punkte. Sehr gut. Ich meine, gegen Köln kann man sich das schon mal gönnen, rasiert zu werden. Ich glaube, im Spiel kann man das auf jeden Fall einstellen. Schwierigkeit. Hier geht's auch. Was ist denn nach Anfänger? Amateur, ja. Kann man mal machen. 20 Minuten, jawohl. Wir haben die Zeit ja. Übrigens erstmal mit 2 Köln-Trikots. Fragwürdig.